stellen. So. Gut. Da muss ich die Medizin rüberbringen. Das hier muss ich mit. Achso, das ist leer. Das ist die andere, glaube ich, ist dann wieder voll. Ja, trinken habe ich noch hier. Das ist für die nächsten Tabletten. Die Medizin hier, die das Handy. Mikrofon habe ich schon umgeschaltet auf die Kitchen. Tablet muss ich noch mitnehmen. So, Handy im Vordergrund, den Herzschlag, die App vom Herzschlag, damit das nicht ausgeht. Ja, sonst mal schauen, was ich alles noch so mitnehme. Mal schauen, was ich alles noch so mitnehmen muss. Umgezogen habe ich mich auch. Numpad muss ich mitnehmen. Die Wireless-Dinger zum Box zum Laden. Numpad kommt dahin. Die Wireless-Dinger kommen auf die andere Seite. Ich habe ja für alles irgendwie so einen so Spot. Oh nee, Dick. Da ist was drin, kann ich gar nicht wegschmeißen, Leute. So. Genau, Monitor muss ich in der Küche anmachen. Ich hoffe, ich drücke jetzt nicht wieder irgendeinen Scheiß. Okay, der müsste an sein. Okay. Tablet kann ich eigentlich auch wieder anmachen. Das ist ja, glaube ich, geladen seit 2 Tagen. Ja. Mein SimHub-Tablet. So. Maus ist da unten. Licht brauche ich nicht. Eieiei. Das ist bei der Hitze wieder. Also 29,6 Grad, das ist so heiß, dass es steht. Hey, das ist so krass, die Temperatur. Also der Luft steht, du kannst nicht einmal. Alter. Boah. Alexa, wie viel Grad ist es in München? Im Augenblick liegt die Temperatur in München, Bayern, bei 26 Grad Celsius. Heute Abend wird eine Tiefsttemperatur von 15 Grad erwartet. Mein Puls ist auch geil, 131, weil fühle mich so schlecht, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, sage ich euch. So zu kämpfen, Kreislauf. Oh, ich hoffe, dass ich nicht die Tabletten absetze, dass es besser geht. Die einen. Katastrophe, Kadaver, 29,6 Grad, na klar. Es ist schweineheiß, Mann. Es ist schweineheiß. Schweineheiß. Es ist halt so schwül, dass es ultra heiß ist und man schwitzt total. Also fast 30 Grad hier. Boah. Eieiei. Katastrophe, sag ich dir. Muss ich jetzt nochmal den Anschalter vom Monitor drücken oder was? Ich checke nicht, wie oft ich das drücken muss, dass der angeht. Ja, aber das bringt doch nichts. Wenn ich dir sage, es ist bei mir hier drin 30 Grad, das ist schwül ohne Ende, ist ja egal, wenn es draußen auch 2 Grad ist. Also
Es ist kein Wind, es ist gar nichts, es ist nur schwül. Es kommt enorme Hitze von draußen rein. Auch wenn es jetzt aktuell 25 Grad ist, die ganze Zeit war es viel heißer. Das bringt mir ja nichts. Weißt du, wie ich meine? Bringt mir ja gar nichts. Die Temperatur von draußen nimmt ja eh nicht an, so schnell. Also 25 Grad habe ich zumindest hier immer mindestens 5 Grad plus, wenn nicht noch mehr. Und ich glaube, die 25 Grad war es, ist es vielleicht erst jetzt nach 18 Uhr, wenn die Sonne langsam untergeht, aber davor war es halt arschheiß. Verstehst du, was ich meine? Also ich sagte, es ist brutal heiß, brutal schwül und nicht auszuhalten. Also zumindest hier. Zumindest hier. Wie ist es bei dir so? Da ist SimHub. Control Center. Okay. Habe ich schon die Kategorie geändert? Ich kann das von hier nicht sehen. Ich wohne im Dachgeschoss, ja. Und ich habe die Fenster alle aufgemacht, ja, weil es davor noch heißer war. Ich habe hier, es war keine Ahnung, es war 33 Grad, jetzt habe ich das Fenster aufgemacht. Jetzt ist es in den letzten 2, 3 Stunden auf 30 Grad runter. Und ja, Ultra-Dachgeschoss. So. Ja, ich habe in der Früh heute zugemacht bei 25 Grad, wo es noch kalt war. Und als ich dann, wann habe ich ihn aufgemacht? Um 16 Uhr. Ich habe um 5 in der Früh zugemacht, habe um 16 Uhr aufgemacht und es war 33 Grad. Und jetzt ist es 30 Grad. Ja, das ist halt. Das ist schwierig, weil es hat sich hier alles aufgewärmt und erhitzt. Was ich schon in den letzten Tagen erzählt habe, normal sind meine, ich habe komplette Fliesenwohnung, sind die Fliesen arschkalt, man kann nicht drauf laufen. Man friert ja ein. Und also komplett dunkel. Rollläden plus Fenster zu, komplett dunkel, alles dunkel. Egal wie ich es mache, ob ich offen lasse, ob ich zulasse, ich komme nicht unter 30 Grad. Also hat sich komplett die letzten Tage alles erhitzt. Normal sind meine Fliesen arschkalt. Du kannst, wenn du drauf fährst, erfrierst du. Aber jetzt sind die Fliesen, die Wände, es ist alles komplett warm. Also du kannst Spiegelei fast drauf braten. Und wenn du dann zumachst, tust du die Hitze natürlich ausstrahlen. Es wird da einfach nicht kalt. Es müsste halt wieder mal so ein paar Tage, keine Ahnung, 10 Grad haben oder mehr, damit es abkühlt. Ich habe immer Rollläden plus Fenster zu. Und du sagst mir, nee, Fenster alle auf ist der größte Fehler. Ich hatte hier 33 Grad, bin erstickt, weil es ziemlich schlechte Luft war, wenn alles zu ist. Deswegen musste ich aufmachen. Jetzt ist es 3,5 Grad kühler. Also war das die beste Idee, die Fenster aufzumachen? Ja, im Keller scheißegal, was du machst. Gib dir mir Tipps, wenn er im Keller wohnt, der Arsch. Also was soll denn das jetzt hier? Können wir dir meine eigene Scheiße da im Keller? Was ist denn das? Also frech, frech, frech. Ja, Keller kannst du nicht vergleichen. Keller ist arschkalt. Was auch geil ist. Habe ich auch mal gelebt damals. In meiner Vergangenheit. Und irgendwann ist es dann hier drinnen so schwül und so heiß, dass du es aufmachen musst. Dann war das so lang wie möglich. Und dann, wenn es drin 33 Grad hat und draußen hat es vielleicht nur 27, 28, kannst du aufmachen. Dann kommt zumindest frische Luft rein. Und die frische Luft ist dann angenehmer als die stickige Luft. So. Na gut. Ich wollte Ihnen damit nur sagen, dass es bei mir heiß ist. Ich wusste nicht, dass das in so einer Diskussion endet.
Okay. Ich schwitze wie ein Schwein, mir ist es, ich schwitze wie ein Schwein, mir ist heiß. Amen. Dann schauen wir mal hier kurz rein. Warten, bis Technik kommt. Und wenn Technik kommt, switche ich sofort auf den GT3-Server. Aber ich teste mal kurz hier dieses eine 90er-Ding. Deswegen habe ich sie auch gebaut. Schauen wir mal. Formular mit Gexle. Hier. Ja, aber es ist im Keller nicht zu vergleichen. Wenn ich in den Keller gehe, ist es auch arschkalt. Es ist sogar ein Stockwerk tiefer, es ist schon mal 5 Grad kälter. Noch ein Stockwerk tiefer, 10 Grad kälter. Und im Keller ist es nochmal 20 Grad kälter sogar. Also pro Stockwerk ungefähr 5 Kilo kälter, 5 Kilo. 5 Grad kälter, weißt du? Also, das ist schon ultra geil. Ja, wir gucken mal. Ich will mal mit dem Senna sein Ding fahren hier. Kann ich das nehmen? Nee, oder kann ich kann mir online nicht aussuchen, welche, gell? Das ist random. Aber nichtsdestotrotz, aber wie war deine Woche in Dingsbums, in Forza? Wenn ich so umlenke, dann kicke ich wieder alles, weil die. Achso, warte, ihr habt ja gar keine Cam. Geht die Cam überhaupt? Ja, die geht sogar, schau mal. Wenn nicht, hätte ich jetzt keine Lust, nochmal aufzustehen. Ja, Wespe, du kannst gehen. Du hast mich schon letztes Jahr gestochen. Letztes Jahr gestochen. Genau zwischen zwei C2 und 3, rechter Fuß. Also ich habe schon viel probiert mit diesem ganzen Lüften hier. Aufmachen, zumachen, nur Hälfte, nur teilen, nur kippen, nur dies, das. Es heizt sich einfach zu sehr auf mit den Geräten hier im Wohnzimmer. Das wirkt etwas laut, sage ich euch. Gut, hier Eagle Soft, Medium, Hard, Eagle Qualifying. Zweihundertzwanzig Liter, da sehe ich mich. Mal 40 rein. Was trinken die denn? Achso, ich habe ja keinen Lenker dann, ne? Ich glaube, was ich die ganze Zeit hier mache. Muss halt bei jedem Auto die Ladestrecke anpassen, ne? Bin schon am machen. Ich habe den Motor von 6 auf 2 und die Gesamtlautstärke 30%. Also muss ich halt bei jedem Auto machen. Boah, das Force Feedback ist ja wild hier. Alter. Uiuiuiui. Ja gut, Kerb ist halt wild. Muss Force Feedback gleich runterregeln. Passt der Sound so schon, oder? Muss das wieder. Auto wieder wegmachen. Okay. Feedback muss ich ein bisschen schwächer machen. Oh, 85.
Das ist eine Katastrophe. Ah, der Kadaver ist empfindlich. Der wohnt im Keller, da ist man empfindlich. Was, ich muss jetzt erstmal die ersten Runden vor das Fiesbeck anpassen. Das ist schon stark, das Force Feedback. Aber wie ich hier sofort auf Ding komme, auf wenn ich nur ein bisschen bremse, würde sofort 100% bremsen. Ja, okay, dann halt gar also Mann, wie ich das toll liebe über Curb zu fahren. Ich darf halt überhaupt nicht anscheinend. Oh Mann, ich hab mal. Alter, das ist so schwer. Ich kann das nicht bewegen, das Lenker. Das ist. Kann man halt nicht bewegen. Das Force Feedback ist so krass. Kannst du nicht vorstellen hier. Uah. Warum blinkt denn da unten der Motor? Wegen dem Schalten, oder? Boah, also die Curbs, ich da mal drüber fahre. Okay, da muss man sich echt dran gewöhnen, an das. Hat sich ja gelohnt. Ich bin ja Formel 1 gefahren, aber das ist halt schon auch noch ein Unterschied zur Formel 1 heutzutage. Und der Motor geht jedes Mal kaputt beim Schalten, oder? Da keine Kupplung da ist. Schauen, wie lange es heute mein Fuß aushält. Gestern war ja mein rechter Fuß total tot. Ich müsste vielleicht die ganze Zeit Gas geben, oder? Dass der Turbo nicht runtergeht, oder wie ist das? Ich darf halt nicht Gas geben. Sector 2 time is good. So, ich bin noch gar nicht in Discord rein, aber. Das habe ich vergessen. Ich muss dann nochmal aufstehen. Yo! Ich komme nicht mehr rum.
der Motor schon so ein bisschen gelb. Ist das richtig oder was? Ich habe leider keine Pizza mehr da. Gehen noch einfach andere Sachen aus dem Gefrierfach. Und wohin legen? Auf den Penis? Also müssen wir den Schaden hier ausmachen oder was? Wegen dem Motor? Und ob die Pizza lange überlebt auf meinem Schoß oder so, weiß ich nicht. Da müssen wir einfach schnabulieren. Wird mich jetzt aktuell hier beim Fahren stören. Ich habe eh ganz viele Kabel und andere Sachen hier vor mich. Und hier in der Küche ist zum Glück nicht so heiß wie im Wohnzimmer. Das Problem ist, mir ist ja auch noch heiß wegen den ganzen Tabletten. Ich habe erstmal noch Fieber. Fieber ist, geht irgendwie nicht wieder, geht nicht zurück so wirklich. Fieber, Lungenentzündung, Antibiotika, Cortisonspray und Antibiotika-Spray, also. Die Tabletten tragen hier dazu bei, dass es nicht so geil ist. Ja, einfach aushalten, was soll ich machen? Wird schon irgendwann wieder kälter im Oktober. Oktober, ich hoffe, dass es Anfang Oktober besser ist. Okay, das mit dem... dass der Motor kaputt geht beim Schalten ist schon wild. Was ist jetzt mit der Box hier, wenn ich gedrückt halte? Hallo? Geht das nicht, oder was? Dann gehen meine Tasten nicht mehr. Race Cans, ich habe jetzt ganz oft gedrückt und bin rausgeflogen. Okay. Weißt du, welches das war, mit dem die schon Pedals hatten, haben die dann auch trotzdem kuppeln müssen? Scuderia? Achso, ich bin ins Bennett mal rein. Also muss man da nicht mehr kuppeln mit denen bei denen? Muss mir dann die Handkupplung vom GT3 hier angewöhnen irgendwie, von dem Lenkrad. Das wäre wild. Pirelli C Soft Medium Hard Qualifying. Was ist ein Qualifying? Wieso ändern sich die Reifen nicht? Machen wir Qualifying hier. Wir sind ja Qualifying eigentlich. Wow! Wie der Motor gleich kaputt geht. Wieder lauter machen hier. Wow, Alter! So Force Feedback wieder, ne? Muss ich wieder lauter machen bei dem Auto. Das ist halt bei jedem
Wo ist denn das Sound-Ding jetzt? Ich finde die Box nicht. Da. Ui. Hört sich auch wild an. Boah, ich habe gerade auf Force Feedback geschaut. Das ist aber okay, okay. Also es ist nicht so stark wie beim anderen, aber trotzdem wild. Haben wir doch eigentlich, oder? Habe ich Halbautomatik-Kupp nicht aktiviert? Ich dachte, das ist die ganze Zeit so. Muss ich das am Server aktivieren oder wo kann ich das? Oder muss ich das bei mir aktivieren am Lenker irgendwo? Content Manager? Ich habe hier Kadaver mir gestern so einen Server gemacht mit 91er Autos. Mal zum Testen hier gerade. Schon verrückt, sage ich dir. Ja, aber nicht bei jedem Schalten geht der Motor auf hier. Wenn ich hochdrehe schon. Also warte, ich muss da auch nicht so, warte, nicht so schalte. Doch, doch, okay, jetzt hier auch wieder, okay. Klar, muss ja, weil er kuppelt ja aus. Ich weiß aber nicht, ob die Serverseite aktiviert ist. Ich glaube, es darf man gar nicht aktivieren, oder? Wenn man den CM betritt. Das ist wild. Content. Ach so. Assists hier. Automatic Shifting. Okay, okay, das ist das andere. Okay, okay. Verwechsel es nicht mit Automatik hier, aber okay, dann confused. Okay, okay. Geht das denn? Autoshifter, yes. Mich jetzt mal ausmache, was sagt hier da das Ding? Ich glaube, das ist serverseitig ja gar nicht erlaubt. Müsste ich bei dem Server dann anmachen, ne?
So, mal hier. Zack. Das hier. Zack. Okay, da rein. Zack. Mal schauen, ob das geht. Ich glaube nicht. Und ich müsste mir da doch wieder rumfummeln. Hört sich auf jeden Fall komisch an, vielleicht hat er es da gemacht, wer weiß. Aber der tut komplett automatisch schalten. Ach so, ich muss gar nichts mehr machen. Und noch lenken, okay. So voll entspannt so. I turned the wheel off because of GT3 cars and other cars. I just started to testing here in a Formula 1991. This is Benetton. Automatische Kupplung ist nicht aktivierbar. Schon, gell? Automatische Kupplung ist nicht aktivierbar. Ja, aber das Ding ist ja trotzdem. Das hier Automatic Clutch, wie kann. Ist das servertechnisch, oder? Muss ich da jetzt wieder rumfummeln? Ist das hier? Autoklatscher laut. Jo. Mach ich mal. Mach ich mal. Want me to turn the wheel on here? Little Pauli. I think for this car it's okay, but for the new Formula One and GT3 it's kind of weird with my zoom. Okay. Habe ich. Settings. Assetto Quasar. UI and View, Height, Arms and Wheel. Man mach mal Wheel an. Das ist eh rund. Das ist eh egal. So. Hier. Hier, Clutch. Okay. Hab ich. Mach einfach wo Rechtsklick im CM. Und dann kommen Optionen, oder was? Ach, dann geht das schnell im Schalter auf. Wusste gar nicht, dass sowas gibt, okay? Ui. Guck mal.
Da kannst du dann Sachen belegen, wie Lenkrad ein, aus und so weiter. Ach so, okay. Geil, wusste ich nicht. Danke. Aber geht trotzdem kaputt, der Motor, schau mal. Trotz Autoklatsch. Hast du gesehen? Das geht trotzdem kaputt. Wenn er zu hoch geht, geht er trotzdem kaputt. Was können wir da machen? Schau mal. Autoklatsch bringt gar nichts, oder ist die gar nicht aktiv? Das ist ein D-Wheel, so wie Technik hat. Das kann man nicht anders regeln, oder was? Aber schau, von dritten auf vierten jetzt war es okay. Jetzt ist es so okay. Jetzt vom vierten, dritten, von zweiten auf dritten ist okay. Von zweiten auf dritten ist okay, von dritten auf vierten. Ich alt, ich kann nicht gleichzeitig hier schnell schalten und schnell reden. Dreh durch. Also Schaden außen, Autoklatsch trotzdem anlassen oder wie? Wisst ihr, es ist nicht jedes Mal. Also ab dritten zu vierten ist es so. Ja, ich in Automobilist die ersten 2-3 Wochen auch nicht, aber das ist dann schon, finde ich, besser. Da passt man auch vielleicht ein bisschen mehr auf, wenn man irgendjemand anders bumst oder so und hat dann auch Pech. Aber runterschalten ist anscheinend egal, nur hochschalten. Ja, das kann sein, ja. Dass TKI nicht so nett ist. Und wo sehe ich denn das Autoklatsch an? Normalerweise sehe ich ja dabei in diesem einen Ding da. Ich muss da drüber schauen, ich habe das nicht im Sicht. Das TC und ABS an sind, aber der Autoklatsch steht es nirgends. Oder doch, ich sehe es hier, warte. Hier. Autoklatsch allowed. Ja schon, aber allowed heißt nicht, dass ich es anhabe.
Was für mich eigentlich kein Unterschied ist. Ach so, hier, okay. Also ich habe da jetzt, ich muss sagen, ich habe da jetzt so keinen Unterschied gemerkt. Okay, Auto. Okay, gut, dann muss ich nochmal rausgehen. Also, was ist denn das überhaupt? Synchronize und Downshifting. Hier ist ja auch, hier Autoshift, das ist ja no, aber das Zwischengas, ja. Aber da steht nur Downshifting, ist das so? BLIP. Wir doch wieder am Basteln, Euler, statt am Fahren. Das hört nie auf. Gibt's gar nicht. Naja, ich muss einfach hier draufklicken auf Assist. Ja, hab schon. Ja, kann ich hier gar nicht einstellen. Ja, wirst du recht, vielleicht zur Not einfach Damage aus und fertig. Soll ich dann aber trotzdem Klatsch anlassen oder nicht? Autoklatsch. Also, ja, genau, Autoklatsch heißt es hier. Beste Anlassung für Shifter-Fahrer. Ihre Shifter können ja eh klatschen. Die können ja eh klatschen. So, falls sie keine Klatsche haben, okay. Okay, bis jetzt war es 2, 3, 4 noch kein Schaden. Aber vielleicht kommt der Schaden halt erst noch. Jetzt? Nee. So geht's anscheinend. Schau mal mit dem Zwischengas. Ja, dann passt doch. Vielleicht musste man auch selbst Gas loslassen beim Schalten. Weißt du, ich meine? So wie in echt halt. Ich habe einfach immer voll drauf gedrückt.
Ich weiß jetzt nicht, ob man beides braucht, aber ich lasse es mal so. Du müsst schon hinhauen jetzt. Ich fahre ja eh nicht viel, nur so ein paar Runden. Aber letzter Tag die Strecke schon mal alles testen. Ja, je nachdem, vielleicht auch nicht letzter Tag. Will ich halt zum Fahren kommen. Bin ja gestern nicht gefahren, ich sollte schon heute eine neue Strecke. Ja, jetzt einfach so gelassen. Aber hätte ja wirklich einfach nur vom Gas gehen müssen, theoretisch. Ich muss sagen, es ist nice, aber diesen Ultra-Spielspaß, den ich mir gedacht habe, habe ich jetzt auch nicht. Der Typ, der hat gesagt, dass es Lenker ist, ist nicht da, ist nicht. Ich kann wieder umstellen hier. Und hier eh schon weg. Also, ich meine. Was soll ich denn dann noch hier machen? Ich ist so. Ui, Tablet, gekippt. Ja. Ich bin, also das letzte Mal, dass ich mit AI gespielt habe, also war ich, glaube ich, dazu auch noch die Alpha-Version war und einmal kurz danach. Jetzt habe ich immer alleine, bin ich immer alleine gefahren. Vielleicht einfach, wenn ich alleine fahre, einfach Singleplayer spielen mit AIs. Bis die Dudes kommen, dann kann ich ja auf den Server. Ich möchte da auch verewigt werden, was jetzt Zeit angeht auch. Jo. Ich versuche ja immer so zu spielen, damit jederzeit immer einer kommen kann von euch oder immer Neues. Also würde ich mich gar nicht trauen, einen Singleplayer zu spielen. Die Kurve finde ich immer noch am schlimmsten, ich weiß nicht, was das soll. Diese eine für ins andere und dann so groß, dann wieder so klein, so eng. Man hat ja Glück, dass der Turbo nicht, da ist, sonst würde man auch das Heck verlieren.
Also kann man schon früher Vollgas geben. Das mache ich halt irgendwie nicht. Ich habe immer Angst. Diese Kurve, ne? Und gleich mal ein paar weniger Liter rein und Quali-Reifen drauf. Ich kann hier nicht. Ich muss einfach loslassen. Ich wollte eh nur kurz in die Box. Das reicht ja dicke. Ich höre meinen eigenen Ton gar nicht mehr. Wenn du neben mir fährst, krass. Ist unter Engine auch dein Motor gemeint? Oder nur meiner? Bestimmt eine Einstellung, dass man die anderen nicht so laut hört. Das ist eine Katastrophe bei dem. Schau, wie weit du weg bist und ich höre dich lauter als mich. Abnormal, ne? Oh, Gottes Willen. Blockieren ist krass, Mann. Sofort die Sekunde. Sie müsste auch mehr einlenken, oder? Aufpassen mit Bremsen hier, stimmt.
ist das? Verrückter hier. Kannst du ja nicht geben. Jetzt kommt doch das Heck. Voll mit Aftershave kriegen, wem ist mir in die Augen gekommen, weil ich zu viel getan habe, getropft. Ich schwitze. Jetzt brennt das linke Auge wie Schwein, wie Sau. Nee, ich wollte jetzt hier eine Zeit fahren. Ist gestrichen, oder? LOL. War das erste Mal 2 Sekunden vor meiner Zeit und dann komme ich in diese komische Kies da. Ich konnte nicht noch mehr bremsen. Oder will ich mehr lenken? Ich war ein bisschen lenkfaul, ey. Ich fühle mich richtig. Boah, mir ist richtig. Boah, ich fühle mich echt komisch halt. Diese Hitzewallungen sind nicht normal. Ja gut, ich kann eh nicht umdrehen hier. Komm schon, ein bisschen Luft von draußen muss wehen. Bisschen. Es wird immer wärmer hier, ne? Es wird immer wärmer hier. Temperaturmäßig, also habt ihr gerade gesehen. Schon wieder 0,5 Grad gestiegen. Ich merk's ja auch. Was für eine Lautstärke, Alter.
ist das laut, das andere. Zum Glück ist Kadaver nicht mehr da, der wird sich erschrecken. Oh, nee! Nee, nee, nee! Boah, ich hatte 3 Sekunden plus und hab mich fast gedreht. Das kannst du nicht vorstellen. Okay, Gino, 10 Minuten of fuel remaining. Noch so viel rausholen können. Kann man nicht einstellen, dass die anderen nicht so laut sind? Ist krass, oder? Chord, wie laut ist es? Man selbst ist total leise und der andere neben einem ist total laut. Das muss man irgendwie noch im anderen spielen. Ich glaube, man konnte das mal irgendwo. Dass andere Spieler leise sind. Oder wie laut andere sind. Weil das ist ja nicht normal. Ja, das ist halt, gell? Muss man ja machen hier. Weil das ist ja hier auf dem Server, ist es ja, also auf diesem 91er ist es ja Katastrophe. Geht das im Spiel oder muss ich dann wieder in Content Manager rein? Welche Option habe ich denn hier? Bei Soundeinstellungen und Components im Spiel. Also wieder in den Content Manager oder was? Schon raus. Dann geht nochmal rein. Hab doch dieses Soundmenü offen gehabt, das da ist nichts mit der Opponents. Oh.